Sherpa-Podcast, Ausgabe 388 vom 7.2.2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 388. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Auch wenn die Zahl ein bisschen krumm ist, trotzdem eine besondere Ausgabe, denn heute ist der 7.2. und heute vor 13 Jahren gab es die erste Episode des SharePoint-Podcasts. Heißt, wir blicken mal wieder zurück auf eine ganze Reihe von Episoden rund um dieses Thema. Man hat mich gefragt, sag mal, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Ist das überhaupt noch aktuell, so ein Podcast und so weiter? Also insbesondere so ein SharePoint-Podcast, das Thema ist doch durch, ist doch tot oder keine Ahnung. Nö, ist es nicht, finde ich nicht, wird es auch noch weitergeben. Also die 400. Episode kratzen wir garantiert noch an. Mit der 500. Ja, es ist eine Herausforderung, ob es nochmal 388 Episoden geben wird. Also das will ich jetzt nicht generell bestreiten. Wer weiß das? Jedenfalls erstmal allen, die hier immer so fleißig zuhören und denen dieses kleine auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender mit Themen, Trends, Tipps und Talks gefällt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Freut mich für euch, mache ich das ja letztlich. War eine spannende Reise bis hierher. Und ich habe auch immer drüber nachgedacht, wie lange machst du das eigentlich noch? Ich denke mal, die Themen sind nach wie vor offen. Es gibt viel Spannendes zu berichten. Es macht nach wie vor Spaß, sowas zu machen. Und ich muss auch sagen, der Podcast, wenn ich so ein bisschen mal zurück auf die Folge gucke, wir haben ja auch immer Themen aufgegriffen, schon relativ frühzeitig. Also ganz aktuell ist mir das aufgefallen zum Thema Working Out Loud, was ja derzeit sehr aktiv diskutiert wird in der Community. Rund um das Thema Change Management, eine bewährte Methode. Da habe ich schon im Jahre 2015 hier die ersten Interviews zugemacht und insofern habe ich immer das Gefühl, ich bin da mal ganz gut am Trend dran gewesen und habe euch hier in diesem Podcast, glaube ich, auch immer mit ziemlich interessanten Gesprächspartnern in Verbindung gebracht, die auch immer auch so an der technologischen Kante ein bisschen gesprochen haben. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch immer viele, die aus der Praxis berichtet haben und diese Mischung soll es auch in Zukunft weitergeben. Ich habe ein schönes Zitat von Einstein gehört, das finde ich passt hier so gut drauf. Er hat mal gesagt, die Welt ist endlich, aber unbegrenzt. Das muss man mal sacken lassen, also auch dieser Podcast ist endlich, aber unbegrenzt. Man stelle sich ihn vor wie ein Ball und die Oberfläche des Balles ist natürlich begrenzt, hat nur eine gewisse Oberfläche und trotzdem kann ich mich auf so einem Ball oder nehmen wir mal die Erdkugel, kann ich mich natürlich auf dieser Oberfläche endlos lang hin und her bewegen, weil ich komme ja nie am Anfang oder am Ende an. Insofern ist sie endlich, aber unbegrenzt. Cool, oder? Gott, der Einstein war schon einer. Und übrigens hat Einstein noch etwas gesagt, warum er überhaupt die Chance hatte, sowas wie die Relativitätstheorie zu entwickeln. Er hat gesagt, er hat einfach langsam gelernt. Und das ist ein, ein Appell, ein Plädoyer für die Langsamkeit. Gerade in unserer Zeit, wo ja alles immer hektischer wird, wo alles immer mehr auf Effizienz geht, wo es auf kurze Informationen geht, wo es in Chats reingeht. Da spielt manchmal die Zeit eigentlich eine wichtige Rolle, dass man Themen einfach auch mal den Raum gibt, sich zu entwickeln, dass man ein bisschen längere Zeit hat, darüber zu diskutieren. Und die, die ihr hier diesen Podcast hört, werdet sicherlich zu schätzen wissen, dass dies eins der wesentlichen Anliegen dieses Podcasts ist, eben einfach auch Themen mal auszudiskutieren. Und deshalb sind die Folgen hier meistens weit über eine halbe Stunde lang. Früher hatten wir ja mal dieses 25-Minuten-Fenster, diesen 25-Minuten-Raster. Zwischendurch gab es aber auch mal Folgen, die waren über eine Stunde lang und das soll auch hier weiter so bleiben. Also freut euch in Zukunft auch auf weitere Folgen und freut euch natürlich auch auf die heutige Folge, denn ich habe wieder mal einen meiner langjährigen Spezialgäste dabei. Es heißt Talking Insights und dann wisst ihr, es geht um das Thema Big Data, Datenanalyse, SQL Server,
Power BI und alles, was damit zu tun hast. Sprich, Markus Ratz ist im Gespräch mit dabei. Kommen wir gleich zu. Ist auch richtig lang. Also die ganze Folge wird heute über eine Stunde lang sein. Vorher habe ich aber noch drei kurze Ankündigungen für euch, weil wir haben ja wieder richtig Veranstaltungssaison. Schaut in unseren Veranstaltungskalender auf sharepointsocial.de, den Community-Kalender. Da stehen, ich glaube, 60 Veranstaltungen mittlerweile drin bis zum Jahresende. Drei Veranstaltungen, da möchte ich euch darauf hinweisen. Zum einen, hatte ich letztes Mal schon gesagt, der European Collaboration Summit 2018. Die große Community-Veranstaltung findet vom 28. bis 30.05. in Mainz statt. Ja, letztes Jahr war sie ja noch, ich weiß nicht, hieß sie da noch? Ist nie auch Collab Summit hieß das, vom ADSU organisiert, war sie ja noch in Zagreb. Jetzt kommt sie nach Deutschland, ist in Mainz. Man erwartet weit über 500 Teilnehmer. Die Agenda ist mittlerweile raus. Illustre Anzahl von, ich glaube, 62 MVPs, 10 Microsoft-Sprecher und pickepackevolles Programm mit Workshops am Vortag. Ich werde auch mit dabei sein, ein Panel moderieren, mit Video mit dabei sein. Genau, und diese Veranstaltung ist als Community-Veranstaltung geplant und organisiert. Und dementsprechend ist der Eintritt auch relativ günstig. Der beträgt nämlich 180 Euro für die Veranstaltung. Und wir haben einen Community-Code. Mit dem könnt ihr nochmal 20 Euro sparen und könnt euch da über unsere Seite auf SharePoint Social anmelden. Kann ich jedem nur empfehlen. Link wie üblich in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Das zweite, das hatten wir im letzten Mal schon gesagt, ich habe noch eine Freikarte zu verlosen für das Digital Workplace Tech Forum am 21. und 22. Februar in München. Und da müsst ihr einfach nur eine E-Mail schicken an sharepointpodcast@outlook.de und könnt dann eine Freikarte für diesen Event gewinnen. Hinweis dazu: nur für Endkunden, nicht für Berater und Partner. Und für die gibt es aber dann einen 10% Rabatt für den Anmeldecode. Auch da wird der Link auf sharepointpodcast.de. Und dann habe ich noch einen Termin für euch, und zwar den 16.02. Da wird Ingo Zimmermann von unserer User Group in Ostwestfalen-Lippe, OWL, wie wir so schön sagen, im Rahmen seiner Tätigkeit bei NetAtWork einen Podcast machen zum Thema Webcon BPS. Er war ja auch hier in der Videoreihe, die wir in den letzten Monaten gemacht haben mit Webcon zusammen, rund um das Thema Workflow mit Webcon. Und da wird er am 16.02. einen Update-Webcast machen um 11 Uhr. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. So, und mich werdet ihr dann nochmal treffen können am 13.02. als nächstes auf dem User Group Treffen in Berlin von der SharePoint User Group. Hans Prender ist zu Gast und da gibt es natürlich ganz viel zu OneDrive, und fest geplant ist ein Livestreaming oder zumindest eine Aufzeichnung mit eventueller Livestreaming am 13.02. ab 18 Uhr. Links dann auch auf sharepointpodcast.de. So, damit haben wir auch hier das kleine Pflichtprogramm absolviert mit den Terminen. Und dann wünsche ich euch jetzt, wie üblich, spannende und informative Minuten, längere Minuten, im Talking Insight mit Markus Ratz. Das Jahr 2018 ist da und wir sind mal wieder unterwegs zu einem Talking Insights. Hallo Markus. Ja, hallo. Das ist aber wirklich fällig wieder mal, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das letzte her ist, wann wir uns über das ganze Thema BI und Daten unterhalten haben. Da staut sich was an, sage ich dir. Genau, das wollen wir aufarbeiten in der ersten Serie. Und wir fangen mal gleich an. Es gibt ja irgendwie einen neuen SQL-Server 2017. Kurze Zusammenfassung von dir, was ist neu, was geht? Unglaublich viel. Erstmal SQL 2017, das erste wichtigste Thema dürfte für viele sein. Die meisten Leute haben es begriffen, wir haben jetzt Rapid Release Cycle. Das heißt, es gibt einen SQL Server 2018, 2019, 2020. Sie kommen ab jetzt jedes Jahr neu. Auch so durchnummeriert? Naja, also da würde man jetzt nicht sie unbedingt drauf verlassen, aber definitiv ja. Sie kommen jedes Jahr neu und sie kriegen wahrscheinlich auch genau diese Nummern. Und
ändern sich dann aber auch permanent, nicht mehr 3 Jahre warten, sondern permanent. Evergreening. Das ist das Prinzip des Evergreenings, was man ja aus der Cloud kennt, wo also permanent die neuen Funktionen einfach eingespielt werden. Und Microsoft sagt eben, wir entwickeln uns so schnell weiter in der Cloud. Wir wollen einfach, dass diese Features, die da sind, ganz schnell auch für den On-Premise-Nutzer zur Verfügung stehen. Also wird sowas kommen. Ja. Und jetzt im neuen Release 2017, was ist da so die Highlights? Also absolut bahnbrechend, wo natürlich alle drüber reden, ist, dass es den jetzt auch auf Linux gibt, den SQL-Server. Okay. Damit wurden ja erstmalig wirklich Mauern eingerissen, dass der jetzt eben auch auf anderen Plattformen zur Verfügung steht. Auf Linux übrigens auch auf Docker. Das ist für Entwickler traumhaft, okay, ja, weil die sich so einen kleinen Server einfach mit Docker auf dem Rechner laufen lassen können. Da gibt es auch kostenlose Express-Versionen vom SQL-Server, die auf Docker läuft. Also, schöne Sache. Docker läuft auch auf dem Raspberry auch, ne? Kannst du die auch hinkriegen? Wow! Das kann ich mal versuchen. SQL-Server auf dem Raspberry. Und zwar mit vollem Server drunter. Naja, diese Linux-Version hat ein unglaubliches Interesse hervorgerufen. Auch Microsoft war überrascht, wie viele Menschen sich dafür interessiert haben. Wahnsinn. Und sie ist natürlich ja ohne jede Oberfläche, ne? Und dadurch unglaublich sparsam im Umgang mit Ressourcen. Ist unfassbar. Es gibt also Performance-Tests von Microsoft, die zeigen, dass die Linux-Version so ein bisschen schneller ist. Wenn wir das hier gefühlt machen mit geringeren Ressourcen, bei uns sind das ja oft virtuelle Maschinen, die nur, weiß ich nicht, 8, 10, 12 Gigabyte Hauptspeicher haben, da ist der Unterschied zwischen einer Linux-Maschine und einer Windows-Maschine mit SQL-Server drauf gigantisch. Mhm. Also wirklich überraschend. Sollte man sich mal angucken. Wie verhält sich das so zu den Standard-SQL, also MySQL auf Linux? Ist doch so immer die Standard-Datenbank, ne? Wenn man für SQL nimmt. Wird schon oft benutzt, ja, aber da fehlen halt so viele Enterprise-Features, die eigentlich der SQL-Server schon immer mitbringt. Achtung, es gehen auch auf Linux nicht alle Enterprise-Features vom SQL-Server. Es gibt auf Linux keine Reporting-Services. Es gibt Integration-Services, aber super, super einfach. Analysis-Services, noch gar nicht dran zu denken und so. Ne? Aber die Datenbank-Engine ist da und die kann wirklich fast alle Funktionalitäten inklusive R, wie es eben auch on-premise und eben auch in Azure funktioniert. Und das Interesse kommt es überwiegend aus dem Firmenkundenbereich? Ja, wie verrückt. Also, weiß ich, von den Top Fortune 500 waren irgendwie 200 schon im Early Adopter Programm. Also, die Zahlen habe ich jetzt nicht 100% korrekt im Kopf, aber Microsoft war genau von dieser Resonanz so überrascht, dass sie gesagt haben: Okay, das war offensichtlich der richtige Schritt. Die Welt hat darauf gewartet und das geht jetzt ganz intensiv weiter. Jetzt haben sie eben auch den Ärger, den die anderen großen Datenbankhersteller schon lange haben, dass sie eben, wenn sie was machen, müssen sie es sofort auf einer anderen Plattform nachziehen. Ne? Aber ich denke, es lohnt sich eben vor allem für Firmen, die sagen: Ich will nur Unix- und Linux-Server haben. Ich will mich mit diesem Windows-Kram gar nicht beschäftigen müssen. Und da gibt es doch mehr, als man denkt. Was gibt es noch Neues? Das war jetzt ein Feature, also Linux. Das war so ein Feature. Naja, grundsätzlich kann man sagen, es gibt, wenn man mal unter die Motorhaube guckt, eine ganze Menge Sachen zum Thema automatische Administration. Und da will ich jetzt gar nicht in die Details eingehen. Es geht einfach darum, dass Microsoft einsieht, dass immer weniger Datenbanken wirklich von einem Administrator liebevoll persönlich gepflegt werden. Mhm. Und natürlich allen voraus die Datenbanken in der Cloud, die haben mit absoluter Sicherheit keinen Administrator mehr. Und was macht so ein Administrator normalerweise? Er macht natürlich zum Beispiel Indexwartung, wenn die Indizes veralten. Er löscht welche, er erzeugt neue und er kümmert sich um die Ausführungspläne, die dadurch entstehen, dass ein Index da ist oder nicht da ist und so weiter. Mhm. Und diese ganze Wartung wird jetzt sehr, sehr stark automatisiert. Wen wundert es am allerstärksten bei SQL auf Azure? Aber auch die On-Premise-Version kriegt sowas, ne? Dass eben zum Beispiel Ausführungspläne automatisch geändert werden. Das System loggt immer mit, wie oft ist eine Abfrage gekommen, wie schnell ist die gelaufen. Und wenn eine Abfrage plötzlich langsamer läuft als vorher, dann gucken die rauf und sagen, warum denn? Und dann sehen sie, oh, da ist ein anderer Ausführungsplan verwendet worden. Der war vielleicht nicht so günstig. Und dann wird automatisch erzwungen, das musste man vorher mit der Hand machen, dass ein anderer Ausführungsplan benutzt wird. Dann wird geguckt, ist es denn jetzt wirklich schneller? Sind die anderen Abfragen auch noch genauso schnell wie vorher? Und wenn das so war, dann wird die Änderung beibehalten. Und das ist, glaube ich, nur ein erster Schritt in eine ganz große Richtung. Also automatische Administration, und da ist Microsoft, denke ich, sehr, sehr weit vorn, auch zwischen den Datenbanken. Man sieht ja auch sehr viel mit Automatisierung halt über diese ganzen Cognitive Services, über das AI. Wie sieht es denn da mit dem SQL-Server aus?
Kommen da auch Funktionen mit rein? Siehst du das schon? Oder ist das ein anderes Spiel wieder? Doch, also was auf jeden Fall mit reinkommt, was wichtig ist, ist Python. Ne? Also als Sprache neben R wird auch Python unterstützt und zwar eben im Datenbankserver. Das ist vor allem ein Performance-Thema. Also man kann sich das mal ansehen, das haben die echt clever hinbekommen. Also das läuft sehr gut parallelisiert auf mehreren Prozessoren und zwar sowohl R als auch Python. Das heißt, du hast zumindest, wenn man den Spezialisten Glauben schenken darf, hast du ganz andere Performance-Möglichkeiten durch Parallelisierung und du musst die Daten ja nicht immer hin und her shippen, wie normalerweise. Raus aus dem SQL, rein ins R, Magic, Magic und wieder Ergebnisse zurück. Und das ist nicht mehr nötig, weil du bist faktisch im SQL-Server da, wo du die Daten auch nur brauchst. Mhm. Ja, weiter mit den Features. Die noch? Genau, ein paar Features noch. Also ich bin ja ein besonderer Fan von Analysis Services und da muss man sagen, ist eigentlich auch wieder architektonisch eine Riesenmenge passiert, weil wenn man in Power BI Daten auswerten will, dann zieht man sich ja die selber rein mit diesem Power Query. Alle Welt sagt Power Query, nur Microsoft sagt Get Data Experience. Ja, okay. Jedenfalls dieses Ding, es ist in Power BI drin und damit kann man richtig komplexe ETL-Vorgänge modellieren. Und genau dieses Tool ist jetzt auch in Analysis Services, in der serverseitigen Plattform mit drin. Also das heißt, mein OLAP Cube, nennen wir ihn mal so, mein OLAP Cube kann sich selber, wenn neue Daten kommen, hat er selber eine Laderoutine eingebaut, die ich entwickeln kann. Die kann ich auch aus Power BI übernehmen. Ja, und die lädt die Daten aus einer beliebigen Quelle. Früher waren das mehr oder weniger nur sehr eingeschränkte Quellen. Jetzt kann man faktisch direkt einen Cube auf einer Textdatei bauen oder so. Ja. Und das kommt ja sogar in der Cloud öfter mal vor, dass man wichtige Daten nur in Textdateien hat. Mhm. Ja. Das alles ist jetzt möglich. Also ganz neue Architekturen für Analysis Services werden kommen. Und auch interessant, Analysis Services im Tabellenmodus, also die modernere Variante von beiden, nicht die bessere, nur die modernere, die gibt es jetzt genau funktionsgleich in Azure und On-Premise. Wirklich funktionsidentisch. Also da hat Microsoft es am weitesten getrieben, dass man es komplett beliebig umswitchen kann. Ich erinnere mich dunkel, dass wir vor einer der früheren Folgen, zwei, drei Jahre mal, als ich zum ersten Mal so diese BI für jedermann kam, gesprochen haben über Cubes und da hattest du damals noch gesagt, naja, aber so ein Cube bauen, da brauchst du ja noch so einen richtigen Data-Analysten, den richtigen Perfektionisten. Mhm. Was hat sie in den letzten zwei, drei Jahren da getan mit dem neuen SQL-Server und den Funk-Tools da? Das brauchst du heute oder ist die Grenze weiter nach oben gesetzt worden? Wie sieht aus? Also ich sag mal Hüstel, da hat sich nichts getan, weil was muss sich ändern? Was ich kann mit Power BI ist, ich kann eine riesen CSV-Datei nehmen, ja, in Größen, wo mir Excel früher lautstark detoniert ist und kann mir diese CSV-Datei in Power BI reinziehen und kann darauf eine Analyse machen. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich meinen Anwendern einen OLAP Cube zur Verfügung stelle, der soll ja simpel, einfach sein, gut benannt, der soll komplexe Berechnungen enthalten, die man nicht mehr selber machen muss, nicht mehr verändern kann, damit sie auch vergleichbar sind. Der ist ja vor allem ein Convenience-Feature. So ein Cube ist wie eine Nutzeroberfläche für Ad-Hoc-Analysen, die ganz leicht und einfach sein soll. Ich kann die mit Power BI bauen, aber Power BI wird mir das nicht im Normalfall bereitstellen, sondern der einfache User arbeitet so wie früher mit Excel. Ja? 1 Million Zeilen, schwupp rein, Pivot-Tabelle drauf. Und das ist eine ganz schlechte User-Experience für den, der darauf analysieren soll. Ja? Und das ist eine Sache, da braucht man nach wie vor in Power BI den Spezialisten, der dann sagt, Mensch, modelliere das doch mal anders. Kümmere dich um deine Stammdaten. Du brauchst eine Stammdatentabelle. Ja? Wie kannst du die mit den anderen verlinken? Wie kannst du darauf Berechnungen machen? Das sind Themen, da ist der Laie auch noch nicht viel weiter gekommen. Hast du noch ein Feature auszupacken? Das Einzige, was ich nur noch sagen muss, man wirklich sich mal auch umgucken muss, weil es auch ein Hammer ist und auch die Architekturen auf den Kopf stellen kann, ist Integration Services in Azure. Integration Services gibt es jetzt auch zusammen mit SQL 2017, also die neueste Version, in Azure. Ja? Ich kann die Integration Services Pakete nehmen, genau dieselben, die ich on-premises laufen habe, und die laufen dann in Azure. Und zwar unter dem Deckmantel der Azure Data Factory. Das war ja mal so ein bisschen die Ersatz dafür. Und da hat Microsoft immer gesagt, nein, das ist nicht der Ersatz. Und jetzt haben sie es bewiesen, indem jetzt eine Funktion der Data Factory eine sogenannte Integration Services Runtime ist. Und da laufen meine Integration Services Pakete
ganz genau wie lokal. Und ich muss sie auch nicht umschreiben, ich muss sie einfach dahin deployen und fertig. Ist es jetzt nur cool oder ist es, wo liegen da, was nee, bedeutet das für ihn? Obersaucool, ja, weil wer früher eine BI-Lösung in Azure gebaut hat, der musste eigentlich komplett umlernen, der musste wieder arbeiten wie ganz früher, weil er hatte im Grunde keine Möglichkeiten, um die Daten irgendwie zu nehmen, umzuformatieren, zu schrubben, sauber zu machen. All das, was Integration Services perfekt kann, ja, Daten vergleichbar machen aus verschiedenen Quellen und so guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen, all solche Dinge gab es da nicht. Die Data Factory kann nur Sachen einlesen, die schon relativ sauber sind und dann musste man diese mit SQL malträtieren, bis die wieder schön sind. Das war nicht ETL, wie wir sonst immer sagen, sondern ELT. Ne? Man lädt es erst und dann transformiert man, wenn es eben schon eine Datenbank ist. Ja, man kann so arbeiten, aber das ist eben nicht visuell, das ist also eingeschränkt, das ist kompliziert. Und jetzt kann man eben diese Convenience, die eben Integration Services bietet, kann ich komplett so nehmen und ich entwickle alles lokal und dann sage ich am Ende bereitstellen in Azure und dann läuft das Ding da. Also das ist für, also endlich kann man wirklich easy und sehr, sehr komplexe Ladevorgänge in der Cloud implementieren. Also, das waren die Highlights von SQL 2017. Alles vorhanden, alles schon released? Alles schon released, alles schon da und stay tuned für SQL Server 2018. AI und BI, also AI, man sieht es ja überall, Cognitive Services und Künstliche Intelligenz, Sprachassistenten. Wie weit hat das denn heute schon Einfluss auf das ganze Thema BI, Auswertung von Daten, Sammlung von Daten, Automatisierung? Wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen in den Talking Insights. Es hat eigentlich einen ganz interessanten Einfluss. Also AI, also sprich dieses Artificial Intelligence, das sind vor allem diese Vorhersagen. Ne? Das ist für die meisten Leute schon heute interessant, dass sie sagen, ich möchte aufgrund meiner Daten irgendwelche Vorhersagen haben oder ich möchte Ursachenanalyse betreiben. Das ist ja so eine Art automatisierte Ursachenanalyse. Das wollen die alle haben. Und das hat einen ziemlichen Hype ausgelöst. Also jeder, der irgendein Gerät betreibt heutzutage, sagt sich, na, darauf möchte ich doch sowas wie Predictive Maintenance machen. Ich möchte mein Gerät zur Wartung geben, kurz bevor es von alleine kaputt geht. Mein System hat mir das gesagt, dass das sein muss. Ja. Und dieser Hype hat viele Leute zu uns geführt, die eben sagen, ja, mach doch mal hier so eine Vorhersagen, mach doch mal AI auf meinen Daten. Ne? Und dann sagen wir, okay, dann zeig doch mal her deine Daten. Und dann fängt es eben an, weil dann stellt man fest, wer davor keine saubere Datenaufbereitung betrieben hat, wer nicht vielleicht schon BI komplett fertig hat, also zum Beispiel mit einem Data Mart oder Data Warehouse, vielleicht sogar mit einem Cube drauf, wer vernünftige manuelle Analysen gemacht hat. Ich meine, AI sind ja automatische Analysen. BI sind Ad-Hoc-Analysen, die werden meistens von der Hand gemacht. Ja? Aber wer das nicht gemacht hat, der hat in der Regel eine Datenqualität, die zum Himmel stinkt. Ja? Und so kommt es denn, ich meine, Leute kommen und sagen, ja, sagen Sie mir mal voraus, keine Ahnung, dass diese Maschine kaputt geht. Und dann gucken wir auf die Daten und sagen, wunderbar, ja, Sie haben hier verschiedene Daten von der Maschine, Stromverbrauch, Temperatur, bla bla bla. So, und jetzt zeigen Sie doch mal, wo mal so eine Maschine kaputt gegangen ist. Was, die gehen nicht kaputt. Ja, okay, dann können wir es doch schlecht vorhersagen. Aber wir brauchen natürlich, also man muss erstmal wieder anfangen, auch zu sammeln, wie verrückt. Ja. Aber wir brauchen natürlich immer negative Fälle, also oder positiv, wie die Mathematiker sagen, für die ist das ja positiv, dass das mal eingetreten ist. Ja, und dann kann ich es auch vorhersagen. Das heißt, wir fangen bei ganz vielen Kunden damit an, sie möchten eine Vorhersage haben, aber wir fangen überhaupt erstmal an zu sammeln. Also so, wie es halt bei BI schon lange üblich ist. Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, eine Studie, dass in Deutschland sich wohl die Unternehmen zu 80% oder 85% bereits mit diesem Thema Predictive Maintenance beschäftigen. Ja. Aber irgendwie bloß 25% auch konkrete Projekte oder Piloten überhaupt eingestiegen sind. Ist das wirklich erst ein Hype-Thema oder alle wollen es, aber keiner weiß, wie sie es machen sollen? Ja, aber die wissen schon. Also sie kümmern sich darum, sie haben sich damit beschäftigt, wie du sagst. Sie kommen zu Leuten wie uns und wir hatten schon so ein paar Termine, die sind nett, aber da gibt man sich nachher die Hand und sagt, Leute, jetzt sammelt doch erstmal. Oder was man schon nach einem einfachen, das sollte aber jeder machen. So ein Pilot ist ja schnell gemacht. Man nimmt die Daten, liest die ein, da können sie auch schmutziger sein und so und guckt erstmal rauf. Und dann stellt man eben fest, aufgrund der Daten, die ihr habt,
kann man da den gewünschten Fall vorhersagen? Mhm. Oder fehlt euch eine wichtige Zusatzinformation? Also auch die schönsten Prognosemodelle sagen ja irgendwann, nein, da sehe ich keine Relation, ich kann nichts vorhersagen. Ja? Und dann müssen neue Datenquellen erschlossen werden. Und dann verabreden wir uns mit dem Kunden und sagen, okay, so nach dem Motto, Außentemperatur hat nichts gebracht, Luftdruck hat nichts gebracht, Stromverbrauch hat nichts gebracht. So, dann trackst du ab jetzt eben mal, keine Ahnung, die Innentemperatur oder du erfasst ab jetzt die Vibrationen und dann gucken wir nochmal drauf, ob das jetzt mehr gebracht hat. Und der Prozess kann ganz schön lange dauern. Wie weit seid ihr als, ich sag mal jetzt, als Software-BI-Partner da auch gefordert, ich darf mal dann so Sensorlösungen vorzuschlagen, zu sagen, also wisst ihr was, wir brauchen jetzt eine Temperatur, da müsst ihr euch einen Temperatursensor einbauen, müsst ihr mal hier umgucken. Ja. Wie weit spielt das bei euch eine Rolle mittlerweile? Ja, also wir schlagen das vor, aber das ist natürlich was, was die Leute dann schon gerne selber basteln wollen. Das gibt es ja auch, muss man ja basteln, da haben wir ja beide schon oft drüber gesprochen, dass es da jetzt nichts komplett Fertiges gibt. Ne? Aber vorschlagen tun wir es natürlich, weil wir sagen, hey Leute, ihr müsst unter Umständen eben mehr sammeln, um besser vorhersagen zu können. Und das machen die dann auch, also so ist nicht. Also habe ich jetzt erstmal mitgenommen, eine Grundvoraussetzung für AI in BI ist erstmal, dass man Daten hat. Ja. Ohne Daten geht das gar nicht. Das brauche ich erstmal. Und zwar die richtigen Daten, die auch dann praktisch theoretisch die Ergebnisse liefern können, die ich haben möchte. Genau. Und dann kommt ganz bald das alte Thema, dann müssen es auch noch saubere Daten sein. Ja. Weil dann sind wir ganz schnell bei Stammdatenthemen. Und ich meine, nichts ist langweiliger als Stammdatenthemen. Mhm. Das haben wir in der BI seit 20 Jahren. Aber trotzdem, es ist nach wie vor super wichtig. Ja? Dann kommen diese alten Themen mit Golden Records. Ja? Ich habe doppelte Daten, muss die deduplizieren. Auch in dem Prozess kann ich wieder KI einsetzen. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% ist das ein doppelter Datensatz. Aber ich muss diese ganzen langweiligen, diese Housekeeping-Themen muss ich lösen. Die habe ich schon immer lösen müssen für BI und die muss ich ganz schnell für KI auch lösen. Also macht euch an die Arbeit. Weil du sagst, schon längere Zeit, da habt ihr aber auch eure Tools dafür, die das unterstützen. Ne? Ja, also das, und es hat uns gerade überrascht, dass wir wieder zurück zu so ganz praxisnahen alten Technologien kommen, wie Stammdatenmanagement. Mhm. Da müssen wir jetzt wesentlich mehr machen. Wir haben so ein paar Tools evaluiert und empfehlen dem einen Kunden dies, dem anderen Kunden das, ja, für dieses uralte Thema. Es ist aber eben nach wie vor unglaublich wichtig, weil wenn ich eben zum Beispiel an einer entscheidenden Stelle keine sauberen Stammdaten habe, dann kann ich eben nicht vorhersagen. Mhm. Keine Ahnung, wenn die Bezeichnung für meine Maschine von jedem Sensor anders ist, dann muss ich irgendwo eine anständige Stammdatenliste haben. Was sind denn meine Maschinen und wie nennt die jeder Sensor, um sagen zu können, das ordne ich der Maschine zu. Das ist ein banales Problem. Genau dasselbe habe ich mit Kunden, mit Produkten und so weiter. Und das muss gelöst werden für BI und für KI gleichermaßen. Das heißt, wenn ihr die Daten verfügbar habt, wenn die auch sauber sind, dann kannst du sozusagen loslegen mit deinen Tools. Dann macht's Spaß. Vielleicht nochmal eine Frage. Microsoft hat ja jetzt dieses Konzept von Edge und Cloud, also dass man praktisch bestimmte Dinge einfach wieder so runterbricht auf die Sensoren oder Teile vor Ort, die das einfach sammeln, auch unabhängig davon und dann die Daten in die Zentrale hinlegen, dass man es ein bisschen wieder trennt, um auch gerade solche IoTs hinein abzulegen. Wie weit spielt das bei euch schon eine Rolle? Also noch nicht so und ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, wenn so ein System fertig ist und gute Vorhersagen leistet, dann macht das für mich Sinn. Aber in der Frühphase, wo ja die meisten noch sind, muss ich sammeln alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Nach dem schönen Sinnspruch, today's noise is tomorrow's information. Ich sammle also auch Quatsch, wo ich eigentlich denke, der interessiert mich ja gar nicht, der kann ja nicht zielführend sein. Aber dann die Stochastik findet es heraus und sagt, ist doch interessant und wichtig, wäre ich vorher nie drauf gekommen. Mhm. Ja, und deshalb, wenn ich jetzt nur noch Extrakte quasi überhaupt irgendwo in der Cloud ankommen lasse, dann ist es für die Anfangsphase ganz doof. Wenn mein Modell steht und tipptopp ist, dann kann man das auch wieder quasi runter in den Betrieb geben. Aber solche Modelle sind bei uns noch nicht live. Nee. Gut, das war jetzt auch mal ein Anwendungsgebiet, Predictive Maintenance. Ja. Was gibt es denn noch so für KI-Geschichten? Wie zum Beispiel, spielt bei euch zum Beispiel Bildanalyse oder Bilderkennung so schon eine Rolle, wenn man irgendwie sowas hat? Also, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich da bestimmte Auswertungen machen kann. Ja, aber oftmals geht es über Piloten nicht hinaus, weil das in vielen Punkten noch nicht so obersuper ist. Wer schon mal allein dieses howold.net von Microsoft ausprobiert hat, was ja ein großer Gag ist, ne? Wie alt bin ich aufgrund meines Fotos da,
der weiß, naja, also sehr, sehr flau. Ja. Wir haben ein Problem versucht zu lösen für einen Paketdienstleister, auf Bildern Pakete zu erkennen, und zwar insbesondere, wenn die deformiert sind. Also wenn ein Paket beschädigt ist, dass man einfach auf dem Foto sofort sieht, das ist kaputt. Mhm. Ja. Und zwar auf einem wirklich Foto, was vorher gemacht wurde. Nicht mit irgendeinem Scanner das Ding scannen, sondern einfach ein Bild nehmen. Ja. Und da haben wir sogar mit den Entwicklern bei Microsoft gesprochen, die haben gesagt, ja, super, coole Idee, aber nee, können wir noch nicht. Ne? Du brauchst mal 10.000 Bilder von kaputten Paketen, um einfach eine Trainingsmasse zu haben, um sozusagen erkennen können, was ein kaputtes Paket ist. Die würden wahrscheinlich das leicht daran erkennen, weil im Hintergrund, der würde dann mitchecken, dass im Hintergrund ein Betreiber steht mit traurigem Gesicht, verfinsterer Miene und das Paket ist kaputt. Ja. Dann könnten sie sagen, ja, wenn der steht, ist das Paket kaputt. Ja. Aber das ist sicherlich ein Anwendungsbereich, der irgendwann auch mal kommen kann. Weil du ja gerade sagst, beim Paketdienstleister zu erkennen, das wäre schon mal sehr wichtig. Das wäre ein ganz toller Input, weil sonst hast du eben nur das Bild, also das Bild als solches, und kannst an dem eben nicht erkennen, ob kaputt oder nicht. Dazu gibt es totschicke Verfahren, aber ich glaube, es gibt so viele Leute, man muss ja feststellen, es gibt so viele Leute, die einen Riesenschatz an strukturierten, bereits gesammelten Daten haben, bestenfalls sind sie schmutzig, dass man erstmal mit denen anfangen sollte. Dadurch, dass wenn ich das eröffne für neue Formate, wenn ich jetzt eben anfange, auch zum Beispiel Sound ist ja sehr beliebt, den kann man auch ganz gut analysieren, den mit reinnehmen, ja, also Tonaufnahmen von der Maschine, wie hat sie sich zu dem Zeitpunkt angehört. Das hilft total, das geht auch schon ganz gut, aber die Leute haben so viele strukturierte Daten und machen und analysieren die noch nicht mal und machen darauf keine vernünftigen Vorhersagen, na, dann brauchst du mit dem modernen Kram noch nicht zu kommen. Es ist noch genug Basisarbeit zu tun. Soundtöne hast du gerade erwähnt. Wie weit spielt denn Spracherkennung schon eine Rolle? Ich meine, Alexa, Cortana, Siri, HomePod, alles kommt ja jetzt, alles ist da. Können das alle? Im privaten Bereich gibt es schon so viel, dass man interaktiv mit diesen Systemen einfach über Sprache kommuniziert. Spielt ja schon eine Rolle? Nee. Also könnte man das schon einbauen? Ja, also gehen. Also wenn man jetzt eine Soundaufnahme hätte und so, da habe ich jetzt die Qualität noch nicht gecheckt. Ja. Also meistens ist es ja doch überraschend gut, aber ist mir noch gar nicht untergekommen. Das ist eben wirklich eher eine Home-Anwendung. Und auf der anderen Seite im Business-Bereich, da haben wir ganz andere Anforderungen. Ja, ich kann mir schon denken, dass du irgendwann mal so ein System hast, wo du sagst, zeig mir doch gestern mal die Umsatzzahlen von gestern. Und das startet dann im Prinzip einen Prozess, der das BI-Board daraus zieht. Ist jetzt also keine Hexenwirtschaft. Es gibt aber. Es gibt in Power BI ja diese Funktionalität Q&A, ja. Die für ich keinen deutschen Namen hat, keinen vernünftigen und die auch leider kein Deutsch kann, die kann nur Englisch. Aber da kannst du ganz normale Fragen nach deinen Daten stellen und sie beantwortet sie mit einer fertigen Grafik. Mhm. Ja, und das, wer das mal gesehen hat, das ist wirklich überraschend. Ja. Ist auch so ein Hingucker für alle Demos, dass man das mal zeigt am Ende. Funktioniert eben auch leider nur in der Cloud. Ist ein echter Hingucker. Wenn das Ding auch nochmal Deutsch lernt, also wir robben uns langsam ran. Und dann, was es nämlich leider im Moment nicht kann, ist, man kann nicht einfach über Cortana mal die Frage stellen. Mhm. Ja, aber das wird auch noch nicht ganz sozusagen bottifiziert, dass du so quasi das als Bot hast, den du dann in Teams verwenden kannst, in Skype und so weiter. Nee, du musst tippen und der hat allerdings, das muss man sagen, super gut, während er tippt, hast du so eine Auto-Erkennung. Tippst du jetzt gerade den Namen eines deiner Kunden ein, weil du was über den wissen willst, oder tippst du den Namen einer deiner Analysedimensionen ein oder so. Das merkt er sofort und bietet so ein Autocomplete an, das ist sehr, sehr gut. Aber der könnte eben auch von der Sprache mal gesteuert werden, aber noch gibt es selbst bei Microsoft in dem Tool die Verbindung nicht. Na, und erstmal muss er Deutsch lernen. Spanisch kann er schon. Aber die Bots ist ja auch ein Hype-Thema, aber ganz klar, Bots, wenn du das irgendwo integrierst, Abfragen auf Datenbanken, das ist ja nur so eine der Brot- und Butter-Anwendungen. Das müsste doch bei euch auch schon mal ein Thema sein, aber machbar auf jeden Fall, aber noch fehlt noch die Umsetzung, die Ideen. Machbar, ja, genau, da fehlen einfach vielfach noch die Ideen, ja. Und dass du das sozusagen die Datenbank an der Telefonauskunft hast, das ist noch. Ist noch, ja, es geht. Also wie gesagt, die Bausteine sind ja alle schon da, aber da gibt es noch nicht viele, die schon so innovativ sind, dass sie das jetzt auf der Microsoft-Plattform zusammenbauen. Ne? Da muss man ja auch sagen, das ist ja auch so ein Mindshift, dass man auch viele oftmals junge Leute, die da mit sowas an der Uni schon aufgewachsen sind, die das jetzt in ihrem ersten Job mal ausprobieren wollen,
die sind da in der Regel nicht fit auf der Microsoft-Plattform. Mhm. Das ist noch eine Aufgabe. Microsoft-Plattform ist eher was für Leute, die seit Jahren im Geschäft gearbeitet haben. Die wissen, das ist solide und stabil. Da sucht man dann eher danach. Und das kommt so langsam zusammen, aber zieht sich. Mhm. Mhm. Haben wir noch was vergessen zum Thema? Im Großen und Ganzen. Es ist eine Menge Arbeit. Also wir, ich habe mir gelernt, das heißt im Bereich KI heißt es Feature Engineering. Ja, Feature Engineering heißt eben alles sauber schrubben, bis man es vernünftig verwenden kann. Und das ist 80% der Arbeit, wie bei jedem BI-Projekt, auch Daten laden und sauber machen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Power BI. Ja. Markus, was hat sich da getan? Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, und im Grunde müsste man, wir müssten uns, was natürlich nett wäre, eigentlich jeden Monat zusammensetzen und reden, weil wer mit Power BI schon gearbeitet hat, weiß ja, jeden Monat kommt das Tool und nervt und sagt, installiere die neue Version. Also diese Geschwindigkeit ist atemberaubend und die ist natürlich von Microsoft extra gemacht, um an den anderen Tools auf dem Markt, wie Click und Tableau und so, irgendwann mal möglichst bald vorbeizuziehen. Ja, und sie behaupten, dass sie es in vielen Punkten schon geschafft haben und da kann man ihnen zum Teil wirklich recht geben, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit atemberaubend ist. Und wenn wir jetzt mal uns die Hauptfeatures angucken, dann muss ich da wirklich ganz stark reduzieren, denn man kommt wirklich ins Erzählen. Die ganze Visualisierungsseite lasse ich mal weitgehend weg, weil alleine, was es da an neuen optischen, grafischen Möglichkeiten gibt. Ursprünglich war ja Power BI mal so ein ganz reduziertes, reines Analysewerkzeug. Es ging mehr um die animierten Grafiken und ums Draufklicken. Und jetzt wird es immer mehr zu einem Reporting-Tool, wo wir alle gesagt haben, Leute, ihr habt doch Reporting-Services im SQL-Server. Ihr braucht kein neues Reporting-Tool. Ihr habt das Beste schon in der Tasche. Ja? Das ist nach wie vor so, sagt auch Microsoft, aber die Anwender sagen, oh, wir haben jetzt dieses Power BI, ich will, dass meine neuesten Berichte auch fliegen können. Das ist aber auch so ein Trend, den man auf der Microsoft-Plattform sieht, dass man eigentlich alles irgendwo irgendwie einknüpft und einstellt. Man sieht man auch bei Teams, dann ist plötzlich, da gibt es einen Reiter für OneNote und so weiter. Also dieses Verknüpfen von den ganzen Services, dass man als Anwender da, wo man ist, die Dienste, die verfügbar sind, irgendwie auch tatsächlich sofort nutzen kann. Ja. Also ich hoffe, denen gelingt eine gute Verknüpfung irgendwann mal. Weil eigentlich finde ich, ist das so, ne, man versucht da also eine Schraube Hammer in die Wand zu treiben. Weil das eine ist ja wirklich dieses Corporate Reporting Pixel genau, sieht immer gleich aus, kann ein Format einer deutschen Rechnung erzeugen, im PDF automatisiert per E-Mail verschicken. Ja, und es gibt auch viele andere Reporting-Tools auf der Welt, die das können. Das ist ein echtes Business-Bedürfnis und das hat nicht nachgelassen. Ja. Und Power BI kommt aus einer ganz anderen Ecke in der tief bewegt sich. Und trotzdem, man kann eigentlich drauf wetten, weil Power BI sich ja sehr stark nach den Benutzerwünschen entwickelt. Und die Benutzer wünschen sich eben, ich will genau dieselben coolen Features haben wie in Reporting Services. Ja? Und sie wünschen sich natürlich vor allem deshalb, weil sie die kennen von Reporting Services und vermissen. Ja? Und da wird jetzt eben viel, viel nachentwickelt. Und die Darstellungsform, klar, bunte Bilder, schöne Aufvisualisieren, ist natürlich eins. Und dass sie sich bewegen, anders als bei Reporting Services, das werden die nie machen bei Reporting Services. Und steht und fällt es ja mit den Daten und der Qualität der Daten. Gibt es denn da neue Sachen, wie ich an Daten rankomme, wie ich sie säubern kann, wie ich sie aufbereiten kann? Also es ist ja drin, und das kann man nicht genug loben, in Power BI jetzt diese Funktionalität Power Query. Laut Microsoft the Get Data Experience. Aber das Ding ist ein Hammer und bleibt ein Hammer. Da sind auch ein paar neue Sachen passiert. Es passiert überall Neues, aber die Funktionalität ist eigentlich schon sehr, sehr gut, wenn es ums Laden und Auseinandernehmen, Zerpflücken, wieder Zusammensetzen von Daten geht. Da drin ist ja eine Skriptsprache versteckt mit dem leicht zu merkenden Namen M. Ja? Und die ist einfach fantastisch. Ja? Also man kann da grafisch seine Ladevorgänge modellieren und man schreibt damit quasi ein M-Skript und kann dieses M-Skript überall wiederverwenden, auch in Analysis Services wiederverwenden. Es ist faktisch eine einfache Möglichkeit, einen Ladevorgang zu skripten. Mhm. Ja, total toll. Wir wünschen uns da auch noch mehr Integration mit Integration Services, dass der auch irgendwann M kann, war mal versprochen, kam dann nicht und so. Also dieses ganze Ladethema ist da schon sehr, sehr gut abgehandelt. Ich sag mal, was den Leuten echt auf die Füße gefallen ist, was ihnen auch wehtut, ist diese Lizenzänderung. Also Microsoft hat beschlossen, dass, anders als anfangs, man immer, wenn man auf freigegebene Daten zugreifen will von irgendjemandem, freigeben heißt in der Regel über die Azure Cloud, dann braucht man die Power BI Pro-Lizenz.
Jeder, der da drauf gucken will. Ja, das war anfangs anders, da konnte man eben auch Daten freigeben und dann konnten Leute ohne eine Lizenz oder nur mit einer kostenlosen Lizenz, mit einer Free-Lizenz draufschauen. Und dann hat Microsoft irgendwann gesagt, nee, also jetzt Schluss, aus, Ende, ab jetzt nur noch mit Power BI Pro. Und das hat bei einigen Leuten ist denen sauer aufgestoßen, die hatten sich schon dolle Konzepte überlegt, wie das ganze Unternehmen, ja, wenn die Leute ja wirklich das nur als Reporting-Tool benutzen, keine eigenen Berichte bauen wollen, dann haben die gesagt, oh super, die brauchen nur eine freie Lizenz und nur die paar Leute, die richtig was bauen wollen, die brauchen hier die Pro-Lizenz. Jetzt ist so eine Pro-Lizenz mit irgendwie, weiß ich nicht, 7-8 Euro pro Nutzer und Monat, ist jetzt nicht unbezahlbar, aber es ist was ganz anderes, als wenn ich das nur für 3-4 Leute brauche. Und dann ist es ja faktisch so, dass die 3-4 Leute, wenn ich die jetzt die Lizenz habe und die wollen ihre Ergebnisse verbreiten, naja, dann ist das jetzt eben so, dass die anderen auch alle eine Lizenz brauchen. Das hemmt so ein Projekt ja erstmal ganz schön. Ne? Aber also, könnte man zum Beispiel sagen, die Lizenz haben, erzeugen den Report, verpacken den dann, exportieren den in PDF und verteilen den darüber? Wäre sowas möglich? Das wäre möglich, wenn es einen PDF-Export gäbe. Ja, also wobei, da gibt es jetzt auch Möglichkeiten. Also die Feature-Liste war lang und man hat sich Drucken gewünscht. Ne? Drucken geht lustigerweise nur in der Cloud. Also in der Cloud kann ich einen Bericht ausdrucken, kann ich natürlich PDF nehmen. Ja? Und es gibt auch eine Menge Third-Party-Tools, die sich natürlich genau schon damit beschäftigen, weil jeder weiß, ja, die Leute werden total verrückt drauf sein, ihre Power BI-Berichte irgendwie ins Papier zu kriegen. Was nebenbei gesagt mit Reporting Services perfekt funktioniert, aber Power BI muss es jetzt eben auch lernen, was ja bescheuert ist, denn das bewegt sich ja eigentlich so schön. Papier bringt mir ja da ja nichts. Ne? Also es gibt andere Tricks. Ich meine, dieses Arbeiten mit diesen PBIX-Dateien im Power BI Desktop, das bleibt nach wie vor komplett kostenlos. Und natürlich kann ich diese PBIX-Datei nehmen, kann die einem Kollegen zur Verfügung stellen, die Datei selber, da sind die Daten ja auch drin, oder auch nicht, wenn ich Direct Query mache. Und dann kann der auch auf die zugreifen. Und diese etwas hölzerne Variante, also ohne Cloud, die funktioniert nach wie vor ohne Lizenzen. Ja. Aber ich denke auch, noch der viel größere Durchbruch ist jetzt endlich der Power BI Report Server. Lustiger Name, der geht schon in die Richtung. Der ist eine Installation von Power BI On-Premise. Also der bringt die Funktionalität von der Azure Cloud, und zwar nicht alle, sondern eigentlich nur einen relativ kleinen Teil, aber das Wichtigste, nämlich die Reports, ja, die bringt er auch ins lokale Netzwerk. Und plötzlich brechen die Dämme. Ja, also es gibt ja viele große Unternehmen, die noch so eine komplette No-Cloud-Strategie fahren. Ja, und da purzeln die Anfragen nur so, Power BI Report Server, jeder will ihn haben, jeder will sofort ein Proof of Concept machen, mal gucken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich gehe also als Daniel, der Power BI Report baut, in die Cloud, baue das alles zusammen und dann habe ich nachher ein Päckchen, was ich auf den Report Server runterlade? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Daten dann auf den Report Server? Nichts mit Cloud. Ich nehme meinen Power BI Desktop und designe meine Daten, also mache einen Ladevorgang, ich mache ein Modell und mache darauf coole Berichte. Und wenn ich es jetzt veröffentlichen will, dann musste ich früher sagen, veröffentlichen Azure Cloud, und jetzt kann ich sagen, alternativ veröffentlichen Power BI Report Server. Und der steht dann bei mir lokal, der nimmt das alles an sich, ja, und kann es dann im Browser darstellen. Integriert übrigens in Reporting Services. Okay. Also da wachsen die schon zusammen. Ja. Ja. Aber das heißt, ich habe dann sozusagen funktional von den Berichten hier keine Unterschiede. Auf deiner Cloud. Also alles dasselbe. Du gesagt hast, der Power BI Server kann nicht alles. Naja, man muss eins, also zum Beispiel diese Q&A-Funktionalität, dieses Fragen und Antworten, wo man in echter Sprache nach seinen Daten fragen kann, die gibt es nur in Azure. Und man muss auch nochmal sagen, aber das muss ich gleich erklären, die Funktionalität Dashboards gibt es nur in Azure. Aber da habe ich jetzt die wichtige Funktion, aus der Welt zu erklären. Microsoft versteht bei Power BI unter Dashboards das absolute Gegenteil von dem, was jeder normale Mensch davon verstehen würde. Mhm. Also, weil ich habe schon Kunden gehabt, die gesagt haben, wie, die Dashboards gibt es nur in der Cloud? Ja, dann bringt uns die lokale Variante ja gar nichts. Ne? Ja. So, was ist laut Microsoft, also das, was ein normaler Mensch als Dashboard versteht, ist bei Power BI ein Report. Ich habe eine Seite, da sind viele Grafiken drauf, die interagieren miteinander. Ich habe einen Überblick, ich kann raufklicken, gehe in Details rein. Was jeder normale Mensch ein Dashboard nennt, das ist bei Power BI ein Report. Was ist denn jetzt ein Dashboard? Ein Dashboard ist, wenn ein, ich sag mal, Analyst
auf diese Berichte raufgeht, sieht sich die ganzen Grafiken an und sagt, wow, die finde ich aber wahnsinnig spannend, die da oben links. Die will ich ab jetzt jeden Tag morgens als erstes beobachten. Pin to my Dashboard. Und also dann wird die an sein Dashboard angepinnt, wird rausgerissen aus dem Report, wo sie drin ist, ja, und dann ist sie auf seinem Dashboard. Jeder kann sich also sein persönliches Dashboard zusammenstellen aus Elementen, die er aus anderen Berichten klaut. Ja. Und die sind dann übrigens nicht mehr miteinander verbunden. Die laufen völlig unabhängig. Sie machen also was anderes, als man von Dashboards eigentlich denkt. Und also die Funktionalität ist eher wie so eine Art Favoriten. Okay. Ne, wie so ein Serviervorschlag. Ja, man kann die ja auch nehmen und publizieren und sagen, ihr, der ihr euch für, keine Ahnung, Stromkosten interessiert, schaut doch mal auf dieses Dashboard. Aber jeder Einzelne soll dann sagen, okay, interessiert mich nicht, oh, das pinne ich mir da noch ran. Und das ist ja vollkommen, also ist eine coole Sache, mancher macht es, mancher nicht, aber es ist nicht so wichtig, dass es im lokalen Power BI Report Server fehlt. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Also Report-Server, also nicht Report, sondern Power BI-Server. Endlich on-premise, genau. Hast du noch was Neues für uns? Ach, naja, es gibt so viel. Ich weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Also was mir in letzter Zeit, was ich mal live ausprobiert habe, kann man auch im Ceteris Blog nachlesen, ist der Zugriff auf SAP BW und SAP HANA. Ja, der war schon immer drin und wurde das immer verbessert. Und jetzt habe ich das mal in der aktuellen Version mir mal ausführlicher angesehen und ich muss sagen, wow, also wer erstmal überhaupt seine Daten in so ein BW geschafft hat, ja, muss man ja auch zahlen, ist ja auch ein großer Aufwand, das da reinzuholen, der kann dann da auch direkt mit Power BI draufgehen. Auf sein ERP kann er nicht direkt drauf. Mhm. Ne? Das wird von SAP auch immer noch klein gehalten und nicht unterstützt. Ja? Aber auf sein BW oder auf sein HANA kann er direkt draufgehen. Und das ist sowas von komfortabel. Hammer. Ja? Hat sich noch nicht so rumgesprochen. Ich glaube, wenn das erstmal soweit ist, dann kriegen wir da Self-Service-Lösungen, dass es rauscht. Ja? Also, ja, und das ist ja weit verbreitet. Ich meine, gerade in Großunternehmen. Ach, sowas von. Ja, ja, wahnsinnig viel. Ne? Was für uns eigentlich für Talking Insights ein bisschen traurig ist, ist immer noch die Integration mit SharePoint On-Premise. Nada. Naja, gut. Die interessieren sich nicht füreinander. Okay. Ja, es ist ja auch ein Thema, was ja nicht unbedingt. Schnief. Ja. Ja, aber die Integration mit SharePoint Online, okay, ja, da gibt es ein Webpart, was mich jetzt auch nicht so vom Stuhl haut, ja, aber zumindest ist schon mal was da. Ich finde, da könnte viel mehr passieren. Mhm. Also die Integration in SharePoint Online, also da muss noch was. Vielleicht passiert das mit dem Modern UI in den Communication-Sites und so weiter. Da gibt es ja auch die modernen Webparts jetzt. Also ich denke, da kommen bestimmt das eine oder andere auch nochmal. Und denk mir, der Wunsch nach Power BI-Integration. Genau. Definitiv. Na, und ich sag mal, was auch super ist, ist, dass eine Riesenmenge von, vielleicht machen wir da mal eine Podcast-Reihe drüber, Dritthersteller-Tools für Power BI. Weil das sprießt jetzt nur so, ja. Dabei hat Microsoft ja erstmal noch gar nicht so viel offengelegt, aber an Schnittstellen und so. Und dann ändert sich das auch noch ständig, ja. Aber es sprießt. Zum Beispiel gibt es, also das finden wir total super. Wir sind ja so klassische Anhänger einer guten Visualisierung. Mhm. Gute Visualisierung, wie damals Professor Rolf Hiechert das entwickelt hat, das Prinzip Success, hat er jetzt an das IBCS-Konsortium übergeben. Das ist ein klarer Satz von Regeln, wie alle Visualisierungen auszusehen haben, wenn sie leicht verständlich sein sollen, wenn man da die wesentlichen Daten einfach rauslesen kann. Ein super Prinzip, ja. Leider mit Power BI unmöglich umzusetzen. Mhm. Unmöglich. Power BI hat völlig andere Regeln, andere Visuals, wie die sagen, ja. Und da gibt es jetzt zum Beispiel von Zebra BI, das ist auch so ein Dritthersteller, der sowas schon für Excel hatte, der hat das jetzt auch als Custom Visual für Power BI. Das heißt, ich kann diese Visualisierung, wenn, dann mache ich das ja unternehmensweit. Wir haben viele Kunden, die sagen, in meinem Unternehmen kommt mir kein Bericht auf den Tisch, der nicht nach IBCS-Success gestaltet ist. Und die haben da vorher, zack, ein Ende gehabt, wenn es zu einem Power BI geht, nö, da wird jetzt alles bunt, da bewegt sich alles und so. Und jetzt bewegt sich das und ist, na, bunt ist es immer noch nicht, weil das findet Professor Hiechert nicht gut, mit Recht. Aber das geht alles wunderbar mit dem, wie heißt das, mit dem Power BI Custom Visual für IBCS. Da gibt es also mittlerweile eine richtig nette Drittanbieterlandschaft. Die genau. Zum Beispiel ein Klassiker, Planung.
Daten planen. Das ganze Controlling sagt, ja, ihr habt jetzt ein tolles Analyse-Tool, aber ich will sofort auch planen, wie man es ja in Excel kann. Auch nicht so einfach, aber es geht. Ja. Da gibt es von poweronbi.com gibt es ein Tool, mit dem kann man in die Power BI-Berichte reingehen und Daten zurückschreiben. Blub, reingeschrieben und sofort passen sich die herrlichen, flexiblen Visualisierungen an. Also es macht viel Sinn, sich da mal in dieser Community umzusehen, was da so entsteht. Da wird Power BI auch nochmal ganz stark nach vorne getrieben und das ja, hebt es wieder mehr aufs Enterprise-Level. Kurze technische Frage, wie wird das gemacht? Ist es ein Add-in in Power BI? Sind es Templates oder gibt es eine spezielle Schnittstelle? Das sind eigentlich immer die Hauptschnittstelle sind diese sogenannten Custom Visuals. Mhm. Ja? Die kann man sich runterladen. Das ist so ein simples Dateiformat, was man in seinen Power BI Desktop einlinken kann. Ja? Und wenn man die dann veröffentlicht, dann werden die auch lauffähig in der Cloud. Auf dem Power BI Report Server muss man immer gucken, also on-premise, ob die alle funktionieren. Das ist noch nicht bei allen so gegeben. Wir haben uns auch mal darin versucht, sowas zu entwickeln. Wir waren am Anfang total demoralisiert, weil Microsoft die Schnittstellen faktisch jede Woche geändert hat. Mhm. Ja, und das ist natürlich umso ärgerlicher. Du hast was entwickelt und willst es dem Kunden vorstellen eine Woche später und stellst fest, oh, die Schnittstelle hat sich geändert. Und hat sich mir was geändert? Ja, das ist jetzt ja etwas konstanter geworden und wer darin viel investierter, der wird natürlich jede Woche die Schnittstelle anpassen, wenn Microsoft die ändert. Und darüber ist eben diese Infrastruktur gewachsen, was es alles gibt an Zusatztools. Also immer mal reinschauen. Ja, viel los im Power BI. Oh ja. Definitiv, wir müssen das öfter mal aktualisieren. Aber das ist ja das Schicksal, das man mit Evergreen Software hat, dass sie sich permanent ändert. Ja. Hast du noch etwas ganz Spezielles? Sonst würde ich sagen, haben wir, glaube ich, mal die wichtigsten Punkte durch, oder? Ich denke auch, das muss reichen. Und ansonsten immer brav beim Microsoft-Blog dranbleiben. Die machen ja jeden Monat, erzählen sie ganz gut ihr Feature-Update, auch mal mit kleinen Videos drin, was ist jetzt neu. Aber allein das sich anzugucken, also Wahnsinn. Aber man muss es machen. Wenn man mit Power BI arbeitet, führt kein Weg dran vorbei. Da kommt die neueste Nachricht. Sprechen wir mal über My Analytics, Markus. My Analytics hat schon viel Wirbel verursacht. Die Analyse von Daten, Bewegungsdaten, von Nutzungsdaten auf Office 365. Allerdings. Für dich als Datenprofi sicherlich ein herrliches Tool, um sich Insights zu verschaffen über die Art und Weise, wie Wissensarbeit quantifiziert werden kann. Völlig richtig, wenn ich diese Daten kriegen würde. Also da muss ich jetzt mal echt eine Lanze brechen. Ja? Das ist natürlich eine durchaus verständliche Reaktion. Wenn man hört, da gibt es ein Tool, wo jeder sieht, wie lange hat er E-Mails bearbeitet, wie lange hat er mit Dateien gearbeitet, wie lange hat er welches Tool genutzt. Kannst du vielleicht nochmal kurz My Analytics ganz grundsätzlich erklären? Naja, also My Analytics ist eigentlich ein Benchmarking-Tool, was die Daten nimmt, die entstehen, wenn man mit Office 365 an irgendetwas arbeitet. Und da entsteht ja eine Menge, weil die tracken natürlich mit, jede einzelne E-Mail, die man schreibt, die tracken mit, ich habe eine Datei geöffnet, ich editiere an die, ich speichere die ab und so weiter. Und sie beziehen noch eine ganze Menge weitere Quellen mit ein. Ja? Und daraus ergeben sich Benchmarks, die jedem Nutzer selber und nur ihm selbst zur Verfügung gestellt werden. Deswegen heißt das My Analytics. Mhm. Ja? Also jeder Nutzer selber bekommt diese Daten zurückgespiegelt. Wie viele Stunden am Tag machst du E-Mails? Wie viele Stunden am Tag bist du in nutzlosen Meetings? Auch das kann man natürlich meinem Kalender entnehmen. Mhm. Ja? Und das fließt alles mit ein. Was ist das Ziel davon? Und das könnte man jetzt anrüchig halten, aber es ist eigentlich gut gedacht. Das Ziel ist, dass ich selber meine Arbeitsweise optimieren kann. Mein Chef erfährt davon rein gar nichts. Ja? Ich selber kriege die Informationen gespiegelt, eben die nutzlosen Meetings, wie viel Zeit mit E-Mails. Und vor allem, es gibt ein sehr gutes Konzept, was man auch echt im Privatleben mal umsetzen sollte, das Konzept Focus Time. Ja? Focus Time ist eine Zeit, da sagt auch Microsoft, jeder wird einem das sagen, wo ich mich zurückziehen kann. In manchen Büros gibt es dafür eigene Ecken ja heutzutage, ne? In so Multispaces. Focus Time, da will ich nicht gestört werden, da will ich meine Ruhe haben und da bin ich am kreativsten und da fallen mir neue Dinge ein. Mhm. Wer die nicht mehr hat, weil er nur noch seine E-Mails beantwortet und in Meetings sitzen muss, der ist irgendwann, ja, der leistet ganz viele schöne Dinge nicht. Vielleicht gerade die ihm Spaß machen würden, leistet er nicht.
Und deshalb trackt My Analytics sowas. Und da sind eine ganze Reihe von Verhaltenstipps dabei, kann man sagen. Das ist ja übergriffig, ja. Aber da sind Sachen dabei, da steht eben drin, blocke Focus Time in deinem Kalender. Dann tracken wir das mit. Und bei allem, was man macht, wird es wieder ein bisschen komisch, aber eigentlich vernünftig. Bei allem, was man macht, kriegt man immer den Benchmark aus seinem Team eingespiegelt. Also du verbringst 40% deiner Zeit in nutzlosen Meetings, aber dein gesamtes Team verbringt 60% in nutzlosen Meetings. So, also dabei passt Microsoft auf übrigens, dass da maximal, also nein, eine minimale Größe für diese Teams von 5 Personen herrscht. Weil sonst wäre ja einfach, ne, wenn wir 2 in einer Abteilung sind, so dann wissen wir auch Bescheid. Also Microsoft passt selber auf, wenn das Team 5 Personen groß ist und größer, dann sehe ich diese Benchmark-Werte, wie die anderen bei diesen Dingen stehen. Ja? Ich sehe nicht, wer das ist, ne? Ich sehe nur, dass da so ein Benchmark ist. Nur ist das natürlich, ich verstehe natürlich die Vorteile, die man davon hat, aber es ist natürlich so, Daten sammeln im Unternehmen, also es ist ja nichts, was ja mal zum Beispiel nicht der Mitbestimmung unterliegen wird. Das ist schon richtig. Das ist schon mal der erste, weil die zweite Frage wäre, sammeln ist ja mal, man sagt, geht ja auch mal von ein bisschen von Datensparsamkeit aus. Ja. Die Daten werden jetzt erstmal alle gesammelt, irgendwie werden sie ja aggregiert, sonst hätte ich ja nicht diese Benchmark-Vergleich. Dann besteht immer diese Möglichkeit, die potenziell wird, dass es dann doch irgendwie mal in späteren Zeiten anders wird. Habe ich als Mitarbeiter dann die Möglichkeit, sagen wir mal, zu sagen, ich opte da völlig aus? Naja, also erstmal kostet Ding ja Geld. Ne? Also My Analytics kostet 4 € pro Nutzer und Monat. Ja. Ja? Außer man hat dieses E5-Paket und das machen nur Leute, die wirklich sehr entschlossen sind dafür. Ja? Und ja Gott, wenn das Geld für mich nicht gezahlt wird, dann mache ich eben kein My Analytics. Mhm. Also das ist wirklich eine individuelle Entscheidung des Mitarbeiters, weil das Tool soll seine Arbeitswelt verbessern. Und Achtung, auch ganz gezielt auf Work-Life-Balance achten. Ja? Mhm. Also My Analytics versucht auch so Sachen durchzusetzen wie sende keine E-Mails nach Geschäftsschluss, empfange keine E-Mails nach Geschäftsschluss, lies die nicht. Mhm. Ja? Und sag dir, wenn das bei dir zu oft passiert. Ja? Und also sowas wird umgesetzt. Es gibt sogar, wenn man sich die Unterlagen mal durchsieht, die sind zum größten Teil automatisch übersetzt. Ja? Und dann gibt es, ist ganz lustig, dann gibt es unsere Tipps für Focus Time. Ne? Mhm. Dann kriegt man Tipps, wie man sich die am besten schafft. Und dann gibt es unter anderem auch unsere Tipps für Zeiten nach Feierabend. Oh, super. Haben die jetzt da meinen Tinder-Account gehackt? Kriege ich jetzt nette Nachbarinnen vorgeschlagen für Zeiten nach Feierabend? Nein, ist nicht. Es geht eben darum, dass sie genau sagen, ja, da soll eben nicht Zeiten nach Feierabend sein. Ja? Abends ein Bier trinken gehen, haben folgende Kollegen auch gerne. Ja. Empfehlen dann diese Kneipe. Ja, ja. Also, und du hast völlig recht. Die Daten müssen gesammelt werden. Ja. Ja? Und also mir ist bei oberflächlicher Betrachtung noch keine Möglichkeit bekannt, wie man an diese administrativ herankommen könnte. Also mein Chef kann nicht sagen, jetzt gib mir das mal raus, wollen wir mal gucken, wer ja am meisten Fokus-Time hat. Mhm. Ja, das ist so, wie das System jetzt ist, nicht möglich. Ja? Und ich glaube, Microsoft tut sehr gut daran, auch wirklich genau darauf zu achten, dass auch das nicht möglich wird. Mhm. Also sonst kann sie das Vertrauen, was die Leute vielleicht in sie haben, sich in die Haare schmieren, wie man so schön sagt. Und also das wäre ein Kardinalfehler. Ja, aber der grundsätzliche Ansatz ist natürlich auch ein bisschen kritisch, wenn man wirklich anfängt. Die meisten, die mit diesen Information-Worker-Plattformen arbeiten, sind ja so in dieser Wissensarbeit. Wir haben immer schon Schwierigkeiten gehabt, da ROIs einzuschätzen, weil das eher schwer zu quantifizieren. Ich habe vorgestern einen Tweet gelesen, da stand hier, die Zeitung hat geschrieben, wie viele Stunden verbringen Mitarbeiter in E-Mail pro Woche 5 Stunden. Sagt, ja, okay, kann doch gut sein. Wenn der 5 Stunden Kundenanfragen beantwortet, dann ist der dann so. Also die Zahl an sich sagt ja jetzt nichts aus. Richtig. Wenn ich jetzt einfach anfange zu vergleichen, Mitarbeiter A mit Mitarbeiter B, der braucht, weiß ich was, 60 Minuten für die Bearbeitung, der braucht 14 Minuten. Warum ist der langsam? Du musst es ja immer wieder dann irgendwo qualifizieren. Ja. Und da ist ja, ich sag mal, da besteht doch irgendwo die Gefahr, dass wir da hinkommen, dass wir dann, ich sag mal, die Dinge einfach nur noch anhand von Nummern sehen. Und man kommt irgendwo an den Punkt, wo man dann, ich meine, wir haben irgendwann in den Fließbändern auch mal die Taktzeiten abgefangen. Ja. Also ich meine, kommt dann diese Diskussion wieder auf. Ich finde, es ist ein heikles Thema. Es ist absolut heikel, aber wenn man ein ganz bisschen amerikanisch denkt und sich mal entspannt zurücklehnt,
Also es gibt ja diesen Trend zur Selbstoptimierung. Guck dir die Leute an, die mit ihren Fitnessarmbändern durch die Welt rennen und ihre Daten überall hinblasen, in alle möglichen Wolken. Ja? Und warum machen sie das? Weil sie sehen sollen, wie schnell bin ich, wie kann ich noch schneller werden. Ja. Das ist genau die Idee. Wie dasselbe bei der Arbeit. Im Moment amerikanisch argumentieren ist jetzt auch bei uns jetzt nicht gerade, sagen wir mal so, super. Nicht unbedingt motivierend. Nein, das stimmt. Aber man muss einfach so ein Grund, also ich habe ein Grundverständnis dafür, dass die anders denken. Genau, natürlich. Also ich finde es völlig in Ordnung, dass beim Deutschen sofort alle roten Lampen angehen, wenn er sowas hört, dann sagt er Datenschutz, Mitbestimmung und so weiter. Und beim Amerikaner, der sagt natürlich, andere Grundeinstellung, hey cool, ich kann mich verbessern, see where your time goes, build better work habits und so. Das sind Ziele, die ihn freundlich anlächeln, die möchte der gerne. Und vor allem, wenn da wirklich steht, und da steht drin, man kann so Testimonials kriegen, seit ich das benutze, komme ich wirklich immer um 6 zum Essen nach Hause, zum Beispiel, weil das mein Ziel ist als Elternteil oder so. Also das ist hat auch eine Menge Positives dabei. Ob wir das so auf die Straße kriegen in Deutschland, glaube ich nicht, aber den Gedanken sollte man haben. Ja, aber es ist halt, eine echte Grunddiskussion. Auf der anderen Seite haben wir ein Smartphone und das sagt mir, ich muss noch 3000 Schritte heute gehen, weil ich nicht fit bin, und das akzeptieren wir dann irgendwo auch. Das ist, einfach, das kommt jetzt auch immer mehr in die Arbeitswelt. Wir sagen ja auch, das, was die Jugend auf dem Smartphone macht, kommt immer mehr in die Arbeitswelt. Ja. Also muss man sich nicht wundern, wenn das dann auch mal nicht. Absolut, Also ich glaube, wenn wir uns den Podcast hier in 5 Jahren nochmal anhören, dann werden wir still in uns hineinkichern, vermute ich mal. Ja, vielleicht auch heulen. Man weiß es nicht. Okay. Wie das dann ist. Ja, aber gut. My Analytics, wie gesagt, du hast gesagt, Zusatzoptionen in E5 vorhanden. Und, ansonsten kostet es Geld. Und muss man gucken, wie man das anwendet. Gibt es noch was dazu zu sagen? Also ich würde nur sagen, ohne dass ich da im Detail nachgeschaut habe, ich finde eigentlich, wenn wir was suchen wollen, wo wir ein bisschen kritisch drauf gucken, dann gucken wir lieber auf Delve. Weil ich finde Delve eigentlich fast noch ein bisschen gefährlicher. Na? Du meinst mit der automatischen Aggregierung von Dingen, wo man was, An welchen Dokumenten arbeitet mein Team gerade? Wenn der da in der Arbeitszeit sich vielleicht mit Nicht-Arbeitsdokumenten beschäftigt, dann wird er wahrscheinlich anfangen, die unglaublich dienstlich zu benennen, damit es in Delve nicht auffällt, dass er in Wirklichkeit die Bestellung für seine nächste Sommerreise oder für seinen Hausausbau notiert. Ja? Mhm. Also, da finde ich eigentlich das My Analytics schon ein bisschen verständlicher. Ja, ich meine, gut, wir sehen ja auch immer mehr, dass in diese Plattformen halt diese Analyse-Tools kommen, die auf AI basieren, die bestimmte Graphen auswerten, bestimmte Aktionen. Und ich sag mal, in dem Moment, wo man erkennt, dass es für einen nützlich ist, wo ich kenne ja einige mit Delve, sagen, super, da kriege ich einen schönen Überblick drüber. Ja. Auf der anderen Seite verlässt man sich dann irgendwo vielleicht auch drauf und sieht dann doch nicht die richtigen Dinge. Also das ist, Aber der Weg dahin ist vorgezeichnet, sage ich mal. Ja, ich glaube, dann haben wir mal alle Themen wieder durchdiskutiert, uns auf Power BI, SQL Server, das ganze Thema Daten aktualisiert. 2018 steht bevor. Wo schaust du jetzt, sagen wir mal, im ersten Halbjahr vielleicht nochmal ganz besonders hin? Ich muss sagen, ein immer steigender Bereich bei uns sind eben diese BI-Architekturen in Azure. Ja? Mhm. Und ich will da jetzt gar nicht jeden hinschubsen oder so, aber man muss ganz praktisch sagen, die Möglichkeiten sind langsam da, dass man damit arbeiten kann. Und die Nachfrage ist da und man kann mit einem überschaubaren Aufwand wirklich die ersten vernünftigen Lösungen bauen. Und wir sind dran, wir basteln und da erscheinen einem mitten im Arbeiten erscheinen immer wieder neue Tools. Ne? Also bis gestern konnten wir noch nur die Data Factory verwenden, jetzt gibt es auch Integration Services dazu in Azure. Und also all diese Dinge werden immer runder, immer besser angepasst und die Projekte dazu laufen im Moment. Und ich erwarte, dass das mehr wird, aber ich erwarte nicht, dass die klassischen BI-Lösungen verschwinden oder so. Ja? Aber ich erwarte, dass es mehr wird und es ist natürlich wie alles Neue erstmal spannend. Mhm. Du hast schon gesagt, alles wird mehr. Ich glaube, wir können unseren Zuhörern, die dieses Format ja nun schon über Jahre verfolgen, was immer so zweimal im Jahr kam, sagen, dass es in diesem Jahr öfter kommen wird. Wir haben uns definitiv vorgenommen, einer höheren Frequenz hier zu kommen, einfach anzupassen dem Thema Green Software. Genau, auch wir machen Rapid Release Cycle. Genau. Und vielleicht werden wir dann ein bisschen kürzer, weil es dann auch die Themen nicht mehr so, aber wir werden öfter kommen und regelmäßig diesen Talking Insight machen. Sehr gut. Und ihn auch, wie gesagt, mit Video kombinieren. Wir haben diese Folge ja auch so aufgezeichnet,
dass wir einmal hier den Podcast haben und zum anderen gibt es aber für die einzelnen Themenblöcke einzelne Videos, die über den Kanal, unseren Community-Kanal zu verfolgen sind. Links wie immer im sharepointpodcast.de in den Shownotes. Markus, ich danke dir wieder vielmals für deine Zeit. Sehr gerne, Michael. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja, 13 Jahre und das war dann die 388. Folge vom SharePoint Podcast. Die 389. kommt demnächst. Ich sage mal für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, ihr kriegt jetzt noch eine super exklusive Information, denn ich habe fest geplant, dass ab nächste Woche Dienstag Teamstag wird. Da könnte man ja was an einen Teamstalk denken. Na, mal sehen, was daraus wird. Kleine Ankündigung, bleibt gespannt. Schaut auf SharePoint Social und könnt ihr mal reinnehmen. Kleine Ankündigung schon mal vorab. Hier ganz exklusiv für euch im SharePoint Podcast. Danke fürs Zuhören. Beteilige ich euch an unseren Aktionen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt auch in der 388. Folge der Michael Greth. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.